Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich ein bisschen Forza spielen, nicht lang. Und als allererstes, also hier habe ich auf jeden Fall schon mal einen McLaren seiner Kamera im Moment nicht so gut erkennen, weil es dunkel ist. Und als erstes öffnen wir einen Super Bowl-Film, den ich gerade geholt habe. Also den ich nicht geholt habe, sondern den ich mir verdient habe, sozusagen. LOL! 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 Als ob, wie geil! Aston Martin Vulcan in der Forza Edition! What the fuck? Krank! Gleich zum Beginn hier! Alter, wie geil! Alter, wie geil! Alter! Krank! Alter! Hier will ich sofort mal fahren. Alter, wie geil! Ich kann's gerade kaum fassen. Das ist echt krank. Alter! Alter! Sorry, Alter, ist das krass. Ich würde sagen, wir fahren mal hier zu meinem Haus und dann specken wir den nach. Mal, wer weiß, vielleicht finden wir ihn irgendwie geiler als das. Also ich weiß es nicht. Und dann können wir uns den auch mal genau anschauen. Alter, ist der geil. So, hier rechts und dann sind wir auch schon gleich da. Alter, so krass. Genau dann, wenn ich ein Video mache. Aston Martin Vulcan in der Vorzeitlichen. Krank. Krank. Alter, hätte ich ehrlich nicht erwartet. So, hier sind wir auch schon. Es wird sogar langsam hell. Und dann gehen wir da mal rein ins Haus. So, hier mal auf Fuhrpark, damit dann kann ich euch erstmal einen kleinen Einblick auf den Fuhrpark geben. Ja, also wirklich spannend. Also ich zeige jetzt einfach mal die spannendsten Autos, also die besondersten Autos. Auf jeden Fall der Sport Quattro, der Berg Mono. BMW habe ich noch nicht so besondere Autos. Hier die Corvette, die finde ich sehr nice zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Hier natürlich Pista, wundert euch bitte nicht über die Spec von dem Love. Ist sehr speziell, vielleicht erkläre ich euch irgendwann mal, warum der so ist, wie er ist. Und hier F40, Ford GT natürlich, schauen wir mal, hier Jaguar D-Type, 10 Millionen. Der Königsegg, hier natürlich ein paar Lamborghinis, muss man natürlich auch haben. Aber ich bin eher so Team Ferrari, wie man das so sagen kann. Hier natürlich der Senna, den wir gerade schon gesehen haben. Dann das L und W 154, auch 10 Millionen wert. Ja, hier 918 Spider natürlich. Es sind viele spannende Autos dabei, die finde ich zum Beispiel sehr geil zum Fahren. Ich kann natürlich jetzt nicht alle vorstellen. Ja, das ist so meine Sammlung. Das war jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung. Und jetzt gehen wir mal hier auf meine Sammlung. Das wollte ich eigentlich nicht, denn ich wollte eigentlich auf die Sensen mit Kirgen gehen. Das Grün von dem ist auf jeden Fall geil. Aber ich denke, es gibt ein geileres. So. Ich würde halt was Helleres nehmen. Weil, ich glaube, dass es halt, dass er halt richtig geil aussehen würde. In einer helleren Farbe. Gelb passt jetzt nicht so. Rot. Ich glaube schon, aber dann würde ich von den Felgen das Gold
würde ich so machen, damit das Gold noch ein bisschen mehr rauskommt. Und die Spiegel, die können wir ja Carbon machen. Und dann, ja, dann haben wir auch schon einen sehr geilen Aston Martin in der Force Edition. So, und damit ihr den jetzt noch ein bisschen erleben könnt, das sieht sehr komisch aus hier auf jeden Fall, damit ihr den jetzt noch ein bisschen erleben könnt, fahrt jetzt noch ein bisschen, ja, dann könnt ihr euch das einfach mal ein bisschen gönnen. Also ich feiere das auf jeden Fall, das Speck, wie er jetzt ist. Und auch als Auto feiere ich den, der ist so geil. Den normalen hätte ich, glaube ich, lieber genommen als in der Force Edition, weil zu heftiges Tuning feiere ich nicht so. Und bei dem sieht man es halt. Ja, oh scheiße, jetzt sind ja so Schotterpisten. Ich glaube, ich war einfach mal hoch. Das habt ihr nicht gesehen. Ich fahre jetzt einfach mal hier zurück auf die normale Straße, um euch das Auto zu zeigen. Hier könnt ihr auch noch das Cockpit sehen. Das ist wirklich wie halt in einem richtigen Rennwagen eigentlich marschiert. Alter, sehr geil. Von jetzt in das Speck, wie ich ihn jetzt habe, feiere ich auf jeden Fall. Alter. Wie der rennt. Natürlich, man kann schneller fahren. Aber ich habe gerade keinen Bock zu crashen. Habe ich eigentlich sonst auch nie. Alter, ist der geil. Huch, bin ich dann doch noch gecrashed. Das habt ihr auch nicht gesehen. So, jetzt fahre ich hier noch die Kurven hier vorne. So, das war's auch schon wieder mit meinem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch gut mitnehmen hier auf Forza ein bisschen und euch den Wahlkampf zeigen in der Forza Edition. Ja, ihr könnt hier gerne ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und auch gerne meinem Insta-Account folgen. Der heißt auch TheCarfluencer, und der wird auch in der Beschreibung verlinkt sein, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ja.